Herzlich willkommen zu diesem Hekerim Miniguide, der Schatten des Krieges. Hekerim ist ein Krieger von den Schatteninseln, halb Mensch, halb Tier. Meistens galoppiert er mit unglaublichem Lauftempo durch den Dschungel und rennt Gegner auf den Lanes runter. Seine irritierende Gestalt verbreitet dabei Angst und Schrecken. Er hat einen moderaten Schwierigkeitsgrad und macht physischen Schaden. Je nachdem, wie viel Lauftempo Hekerim gerade hat, hat er auch mehr Angriffsschaden. Mit seiner Q schwingt er seine Sense um sich und macht an allen getroffenen Gegnern Schaden. Wenn er mindestens einen Gegner trifft, wird seine Q außerdem für ein paar Sekunden verstärkt. Dieser Effekt ist bis zu zweimal stapelbar. Der Geist des Schreckens ist Hekerims W. Mit ihm umgibt er sich, was nahen Gegnern Schaden macht und Hekerim für einen Teil dieses Schadens heilt. Durch seine E baut er langsam immer mehr Lauftempo auf. Während er die E aktiviert hat, wirft er mit seinem nächsten normalen Angriff den getroffenen Gegner in Hekerims Laufrichtung zurück. Mit dem Ansturm der Schatten springt Hekerim über eine Distanz hinweg. Er wird dabei von Geisterreitern begleitet, die noch etwas weiter fliegen und an getroffenen Gegnern Schaden verursachen. Gegnerische Ziele, die sich in Hekerims Landezone befinden, werden zudem noch verängstigt und laufen so verlangsamt vor dem wild gewordenen Pony weg. Hier ist eine Übersicht, was ihr für die Champion Selection und Ingame wissen müsst. Unser Ziel ist es, dieses Video aktuell zu halten, also wenn euch ein Fehler auffällt oder etwas veraltet ist, schreibt uns doch gerne einen Kommentar. Soviel zu unserem Hekerim Miniguide. Wenn wir dir helfen konnten, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Für weitere Infos kommt doch gerne auf unseren Discord-Server, Link ist in der Beschreibung. Hier geht's noch zu weiteren Miniguides, bis zum nächsten Mal, stay untiltable.